Die Berlin Recycling Volleys haben erfolgreich Revanche genommen und die Finalserie in der Männerbundesliga gegen den VfB Friedrichshafen ausgeglichen. Die Finals live im TV auf Sport 1. Der Meister setzte sich nach dem 0:3 in Spiel 1 in eigener Halle denkbar knapp mit 3:2, 17:25, 25:22, 28:26, 21:25, 15:13 durch und glich zum 1:1 aus. Drei Siege sind für den Meistertitel nötig. Spiel 3 steigt am Sonntag in Friedrichshafen, 14:30 Uhr. Bildergalerie Volleyball Playoffs, das Power Ranking mit Berlin, Friedrichshafen, Schwerin, Stuttgart 33 Bilder. Die Reaktion der Mannschaft ist genau das, was ich haben wollte. Nur so können wir ein Finale bestehen, sagte Geschäftsführer Kevin Nerumand im Sport 1 Interview. Die Körpersprache war eine ganz andere als beim letzten Mal. Diese Kulisse ist in Europa vielleicht einmalig. Ich bin froh, dass wir noch ein Spiel in der Max-Schmeling-Halle haben. Friedrichshafen vergibt drei Satzbälle. Die Vorentscheidung fiel im dritten Satz, als der VfB eine 24:22 Führung verspielte und insgesamt drei Satzbälle nicht nutzen konnte. Im letzten Durchgang lieferten sich beide Teams eine Partie auf Augenhöhe. Den zweiten Matchball nutzten die BR Volleys zum Sieg. Am Ende war es ein 50:50 Spiel. Markus Euerwald war nach der Partie enttäuscht. Den dritten Satz hätten wir gewinnen müssen. Am Ende war es ein 50:50 Spiel, meinte der Libero von Friedrichshafen bei Sport 1. Wir werden uns anschauen, was wir im nächsten Spiel besser machen können. Wer sich am besten anpassen kann, wird am Ende der Sieger. Meistgelesene Artikel: Fußball, Europa League. Frankfurt träumt weiter vom Finale. Fußball, Bundesliga. Schalke offenbar mit Wagner einig. Fußball int. Fußball BVB Juwel Passlack am Scheideweg. Fußball, Champions League. Vertonghen war alles ganz anders. Van Gerwen unterliegt Angstgegner. Bereits letztes Jahr trafen die beiden Teams im Finale aufeinander. Damals hatten die Berliner das bessere Ende für sich und sicherten sich ihren 8. Meistertitel seit der Wiedervereinigung und den 3. Titel in Folge. Let's block it's white.